Guten Morgen, ich bin auferstanden. Es ist jetzt hier 7:23 Uhr. Und hier, guck mal, mein Thermometer zeigt hier 3 Grad an. Und wie heißt das Ding? Genau, so viel Temperatur haben wir jetzt gerade, also jetzt hier an dieser Stelle. Aber ich muss sagen, mit diesem neuen Schlafsack, das hat auf jeden Fall gepasst mit diesen Temperaturen, hier rumzuliegen auf diesem kalten Boden hier. Von dieser, weiß ich auch nicht, was das ist, Bushaltestelle oder Schutzhütte oder keine Ahnung, Unterstand. Aber ich würde sagen, ich habe gut geschlafen. Ich bin vielleicht zwei, dreimal wach geworden, wenn überhaupt, weil ich bin richtig gut durchgeschlafen. Und ich würde sagen, also jetzt haben wir 3 Grad, also hier, an dieser Stelle. Und ich muss sagen, wenn es jetzt, keine Ahnung, so 3, 4 Grad kälter wäre. Dann würde es mega Sinn, dann hätte ich wahrscheinlich mit dem Schlafsack gefroren und es hätte mega Sinn gemacht, dann einen Sommerschlafsack, meinen Sommerschlafsack dann als Zusatz mitzunehmen. Aber jetzt in diesem Temperaturbereich, das ging voll klar damit zu schlafen. Von daher, top. Mein Sommerschlafsack hätte ich mega gefroren heute Nacht. So, ich bin jetzt aufgestanden. Und hier, ich zeige euch, wie ich geschlafen habe. Und zwar hier ist ja ein kleiner Dorf. Und das hier, das ist diese gemütliche Hütte, wo ich geschlafen habe. Genau hier hat der Natururin geschlafen heute Nacht. Und hier, genau. Hier habe ich gestern ein bisschen gekocht, hier Frikadellenbrötchen. Da werde ich auch gleich mal einen Kaffee kochen. Und hier diese Grabkerzen. Gut, die meiste Zeit hat so das hier geleuchtet, diese Lampe da oben. Aber nachts über war die Lampe aus gewesen für ein paar Stunden und deswegen fand ich das, war das gut gewesen mit diesen zwei Kerzen, damit den Grableuchten. Und hier liegt meine Tasche, also mein hier, die zweitbilligste Sackklappsackkarre von Hornbach mit den ganzen Wurfzelt und den ganzen anderen Sachen. Das liegt hier rum. Ja, genauso habe ich hier geschlafen. Aber ich muss sagen, außer dass vielleicht selten mal zwischendurch mal vielleicht mal ein Auto vorbeigefahren ist. Also da drüben an der Straße. Und ich glaube, zwei oder drei Fahrräder habe ich auch gesehen, sind aber auch nur vorbeigefahren und mir auch nicht. Hatte ich keinen unerwarteten Besuch gehabt oder so. Aber sprich, man hat mich in Ruhe gelassen. Was ich gut finde. Ja, das war meine Besetzung für heute Nacht gewesen. Hier, wenn ich mich erinnern kann, habe ich gestern gezeigt gehabt, dass dieses Ding hier ausgelaufen ist. Weil ich habe das ja aufgemacht und irgendwie geht das nicht so richtig zu. Und das ist in meiner Tasche ausgelaufen mit meinen ganzen Klamotten und. Ach, halt die Fresse. Mit den ganzen, wie heißt es doch mal? Meine ganzen Ersatzsachen. Hier Socken und so, die stinken alle nach Krautsalat. Genau. Weil das ausgelaufen ist. Und das riecht man irgendwie im Rucksack. Und oh Scheiße, mir fällt auf, dass ich ernsthaft keine Tüten mehr hier habe. Also gut, ich habe zwar jetzt noch eine Mülltüte jetzt hier für meinen Müll. Den werde ich einfach so lange behalten, bis, keine Ahnung. Genau. Ich werde dann die ganze ausleeren, wenn er voll ist und ich einen Mülleimer finde. Und wiederverwenden, aber es ist trotzdem scheiße. Ich brauche dringendstens Tüten. Vielleicht hole ich mir von irgendwo irgendwie Tüten. Weil hier heute ist ja dieser Kacksonntag. Und weiß ich nicht, vielleicht kann ich in irgendeiner Tankstelle oder so nachfragen nachher, wenn ich mal ein, falls ich eins begegnen sollte. Ob ich da so ein paar Tüten oder so bekommen könnte. Ja, deswegen. Weil ich diesen Krautsalat vielleicht heute Abend noch mal fressen will. Werde ich jetzt diesen hier nehmen. Hier mein Klebeband, der hat so oft geholfen.
Und werde versuchen, dann mit diesem Klebeband das Ganze hier zuzumachen. Zuzutapen, damit das nicht ausläuft. So, ich habe das zugetaped und ich hoffe, dass dieser Krautsalat nicht weiter ausläuft und meine ganzen Sachen da zerspritzt und hier Krautsalatgeruch dran macht. Ja, genau. Ich hoffe, das passt. Und deswegen, obwohl dieser Tape hier gar nicht so günstig war, ich glaube, weiß nicht, 6, 7 € oder so habe ich dafür bezahlt. Aber der hat in so vielen Touren so gut geholfen, ey. Also der ist auf jeden Fall Gold wert. Also ein Muss, damit man das. Also ist auf jeden Fall ein Muss, so ein Ding hier mitzunehmen. Damit man sowas wie das hier machen kann und auch andere Sachen. Ja, mein Zelt habe ich damit auch zum Beispiel zugetaped. Hier, guck mal. Weil hier diese ganzen Löcher drin, hier drin sind, von den ganzen Dornen und so weiter. Und diese ganzen Heringe vom Zelt da immer runtergefallen sind. Deswegen habe ich das auch mit diesem Band hier zugetaped. Das habe ich wirklich gemacht. Ach ja, stimmt, diese Frikadellen hier, weil die geöffnet waren, die habe ich ja auch zugetaped. Das habe ich gleich gestern schon gemacht. Ich habe es jetzt gerade noch mal erneuert. Eigentlich wäre das jetzt ein Fall gewesen, dass ich das in so eine kleine Plastikmülltüte reinpacke, diese Frikadellen und diese ja, Krautsalat. Das ärgert mich, dass ich gerade keine Tüten hier habe. Dass ich, weiß ich nicht, zu wenig darauf geachtet habe, dass sie mittlerweile schon leer sind. Egal. Jetzt erstmal grob Sachen einpacken. Mein Schlafsack und das hier, das, ja, Isomatte heißt das. Aber schon zusammengepackt. Ja, grob zusammenpacken und dann gleich Kaffee trinken. Also, jetzt beginne ich hier mit dem Prozess Kaffee zu machen. Das war erstmal hier diesen Inhalt dieser Flasche, wo dieser Spreitflasche, wo Spiritus drauf ist, drauf steht, aufmachen und dann hier reingießen. Jetzt schon wieder mit diesem Sturmfeuerzeug anmachen. So, und jetzt diesen Kacktopf hier draufstellen und jetzt hier Wasser reingießen. So, jetzt hier ein Kaffeepad hier reinschmeißen. Und jetzt diesen Deckel hier drauf tun. Und dann jetzt warten, bis dann irgendwann gleich hier Dampf rauskommt. Weil das ist dann ein Zeichen, dass vielleicht Blasen da sind. Und wenn Blasen da sind, dann ist gleich Kaffee fertig. Dampf kommt. Das heißt, hier, weil hier Dampf kommt. Werde ich das erstmal aufmachen, um zu prüfen, wie sich das da unten bewegt. Und guck mal, ganz viel Blasen kommen. So, ich glaube, da ist hier genug schwarze Durchfallfarbe durch den Kaffee durchgekommen. Durch das Wasser meine ich jetzt, damit das so aussieht, wie das so aussieht. Und deswegen kann man das jetzt, glaube ich, hier drauf, ja, reinstellen in meiner Tasse. Ich habe leider so eine Thermostasse hier. Das ist zwar sehr gut für Glühwein, damit der länger warm hält. Aber wenn man morgens früh sowieso nicht so viel Zeit für Kaffee trinken verschwenden will, da ist das immer super optimal, weil das lange dauert, bis das hier trinkbar ist. Und deswegen mache ich dann noch so ein bisschen hier kaltes Wasser rein, damit das schneller trinkbar ist. So, und jetzt hier Kaffeesahne reinmachen. Oder, also da wo. Ja, Kaffeesahne heißt das. Aber egal, jetzt Zucker reinmachen. Und jetzt mit diesen Schmierlöffel diesen Zucker hier umdrehen. Und jetzt ist Kaffee fertig. Geprost. Kann man auf jeden Fall genießen. Gefällt mir. So, hier ist noch Restkaffee. Den werde ich gleich auch noch trinken. Und nachdem das passiert ist,
Ja, wisst ihr schon, was kommt, glaube ich. Hier laut Komoot sollte ich gestern 34,8 Kilometer zurückgelegt haben. Und jetzt? Und jetzt, weil mein Wagen gepackt ist, jetzt Wanderung star ja, jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Ich bin hier am Rumlaufen mit diesem Scheißwagen. Und hier vorne, da scheint die Sonne, die geht hoch und so. Und hier sind überall. Das ist irgendwie frisch und so weiter. Und das gefällt mir gerade total. Weil ich bin hier in Dörfern, in so kleinen Ortschaften, wo ganz wenige Häuser sind. Und da drüben sind auch Häuser. Also in so einem Dorf bin ich gerade. Ich weiß auch nicht, was das für ein Dorf ist. Aber in diesem Dorf bin ich gerade. Und ich finde das ganz herrlich gerade, weil ich bin ja früher in kleinen Dörfern aufgewachsen. Und die Zeit vermisse ich auf jeden Fall, wo man jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel morgens früh bei so einer frischen Temperatur dann irgendwie morgens früh auf den Schulbus wartet oder so. Da erinnere ich mich gerade. Total, morgens früh, wenn die Sonne gerade aufgeht. Und wenn es morgens früh noch richtig frisch ist. So fühlt sich das an. Ja, die alten, wie heißt es denn mal? Die alten guten Dorfzeiten, die vermisse ich voll. Da kommen hier Erinnerungen und sowas so. Finde ich voll cool, ich mag das. Deswegen laufe ich hier lang. Und ich bin total orientierungslos, wo ich überhaupt hinlaufe. Deswegen laufe ich einfach weiter. So, ich habe gerade meine Jacke und meinen zweiten Pulli ausgezogen. Und hier dran gehangen, auf meinen scheiß Wagen. Weil hier, wegen, guck mal, da hinten, da ist Sonne und so. Ja, genau, da hinten ist Sonne. Da. Und der wärmt, das finde ich gut. So kann der Tag beginnen. Also sprich diese Frische vom Luft, was hier 3 Grad gemacht hat, die ist weg. Die ist weggelaufen. Ich bin bei Gandakese angekommen. Da bin ich gerade. Guck mal, da steht drauf Oldenburg, 23 Kilometer. Das heißt, dass ich hier heute Oldenburg auf jeden Fall erreichen werde, weil das viel zu dicht dran ist. Und mal gucken, wie meine Lust später wird. Also entweder fahre ich nachher nach Hause oder meine Lust irgendwo draußen zu pennen ist wieder so hoch. Also jetzt gerade habe ich richtig Lust sogar. Und deswegen bin ich gedanklich auch irgendwie so am Denken. Ob ich heute nicht doch irgendwo noch mal draußen penne, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Muss ich mich dann später entscheiden. Ich habe Falkenburg gefunden. Ich laufe jetzt aus Falkenberg raus. Und da steht drauf 20 Kilometer bis Oldenburg. Das heißt, dass ich noch 20 Kilometer brauche, um in Oldenburg anzukommen. Ja, genau, das heißt das. Autobahn! Genau! Ja, genau, Autobahn. Mit ganz vielen Autos und hier Luftverschmutzung und sowas. Endlich haben wir schon wieder so ein voll cool Wetter, dass ich genauso rumlaufen kann, wie ich rumlaufen wollte. Hier ohne diese nervigen Pullovers und sowas. Das finde ich voll cool, ich mag das. Damit hier endlich wieder der D3 Shepherd. Dieses Wetter hier vorne, mit die ganz viel Sonne und sowas dran. Das nimmt auf jeden Fall Fahrt auf. Und das gefällt mir sehr gut, nachdem hier, wie heißt es nochmal, so lange Zeit Winter war. Wobei eigentlich dieses Jahr ziemlich kurzzeitig. Aber trotzdem, dass es so schnell wieder so hier diese wunderschöne Temperatur halt. Das finde ich voll cool, ich mag das. Aber ich bereue es nicht, dass ich jetzt losgelaufen bin. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen, wenn hier. Wie heißt es nochmal? Ja, jedes Sonnenwetter irgendwie dafür nutzen, um viel rauszukommen. Das muss auf jeden Fall sein. Weil anders, nee, das ist scheiße. Anders ist ungesund. Guck mal, da vorne steht der Eulenburg und so drauf. Ja, genau, da steht er drauf.
Hier, guck mal, guckt euch mal den Wagen an. Wie so ein, ja, hier zum Wandern geeignet. Das sieht aus wie ein Kopf. Aber ich finde diese Variante hier viel, viel angenehmer, als wenn ich, also zumindest bei Flachland, das Ganze auf den Rücken tragen müsste. Hier, damit ich nicht zu früh in Oldenburg ankomme, sitze ich gelegentlich hier irgendwo rum. Und mir fällt auf, dass ich ganz viele Moins zu hören bekomme von Fahrradfahrern, von Fußgängern. Und vor kurzem ist ein Traktorfahrer hier rumgefahren. Der hat auch so gemacht, als Moinszeichen. Das bereitet mir eine Freude zu. Hier, guck mal. Ich bin hier unter einer Brücke oder so. Hier, ich habe Oldenburg gefunden. Und hier, weil ich irgendwie gerade keinen Bock habe, irgendwie direkt nach Hause zu fahren, glaube ich, werde ich gleich mir eine Stelle suchen, wo ich draußen pennen kann, weil ich irgendwie voll Bock darauf habe, wieder draußen zu pennen. Ich glaube, das mache ich gleich. Genau. Irgendwo ein Waldplatz oder irgendeine Hütte oder sowas zu finden. Hier, guck mal, langsam dunkle kommt, weil Sonne geht immer weiter runter und so. Und deswegen langsam bald immer mehr dunkle kommt. Und hier, guck mal, habe ich hier da vorne eine Bushaltestelle gefunden. Und andererseits habe ich Bock darauf, irgendwie ein Waldstück zu finden und im Wald zu schlafen. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber irgendwie reizt mich das hier in dieser Bushaltestelle später zu schlafen. weil hier, guck mal, hier vorne, das scheint irgendwie so ein Gewerbegebiet zu sein, als ob diese Bushaltestelle hier nicht so oft besetzt ist. Und deswegen denke ich mal, einfach mal sich hier hinzulegen, ja, warum nicht, kann man machen. Prüfen, wie die Nacht wird. So, ich habe meinen Schlafplatz hier aufgebaut. Hier in dieser Bushaltestelle, oder wie das heißt, genau. Und hier vorne ist so ein Briefkasten. Und ich denke mal, ich werde gleich hier Frikadellenbrötchen kochen. Machen. Genau das mache ich gleich. Frikadellenbrötchen, da freue ich mich voll drauf. So, und jetzt auf das, dass es jetzt ganz gut brennt, kommt jetzt diese Pfanne hier drauf. Und jetzt, hier, das hier, dieser, genau, Margarine ist das. Und jetzt kommt diese komische, hier, Frikadelle drauf. Und jetzt braten bis, und jetzt so lange braten, bis das so wird, bis ich sage, das sieht cool aus. Und jetzt werde ich zwischendurch Brötchen schneiden für den Frikadellenbrötchen. Einmal umdrehen. Sieht gut aus. Ja, aber ich denke, dass es mir irgendwie hier, wie heißt das nochmal? Durch erscheint, würde ich sagen. Hier, wie heißt das nochmal? Ich würde sagen, ist das fertig und dass ich jetzt versuche, irgendwie das hier aufzumachen. Und jetzt werde ich das hier erstmal hier drauf tun. Auf diese Brötchen. Also dieser Krautsalat. Auf diesen natürlich auch. Jetzt erstmal diese Frikadelle hier drauf tun und jetzt das hier drauf tun
und eine neue Frikadelle drauf tun. Drauf packen. Damit das gleich auch noch fressen kann. Warum? Und zu dieser Frikadelle kommt nochmal Hamburger Soße drauf. Genau. Oh Scheiße, jetzt ist meine scheiß Frikadelle auf diesen dreckigen Scheißboden draufgefallen. Ja, diese Frikadellenbrötchen mit Frikadelle und Brötchen drin und Hamburger Soße und wie heißt es nochmal? Ah ja, Krautsalat heißt das. Genau, das ist da drin. Und das schmeckt voll cool. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut empfehlen. Genau, das schmeckt voll cool. So, ich denke mal, dass ich hier. Genau. Genau hier in dieser ranzigen Bushaltestelle. Mit da vorne, wo hier dieser Briefkasten da ist. Von der Post, wo ständig irgendwie Autos dran vorbeifahren und wo jemand aussteigt, um irgendwie seine Post da abzugeben. Bei diesem Postkasten oder Briefkasten, was es ist. Von der Deutschen Post. Ja, egal. Das stört mich eigentlich nicht. also kaum. Und von daher, ich werde jetzt hier in dieser Bushaltestelle schlafen. Und ich weiß gar nicht, jede halbe Stunde oder so fährt mir ein Bus vorbei. Ist mir auch aufgefallen. Ja, ist halt so, ne? Deswegen schlafe ich jetzt in dieser Bushaltestelle ein. Das war ich jetzt. Von daher, gute Nacht bis morgen. GPS-Signal verloren. Alle meine Bierflaschen sitzen auf dem Tisch, sitzen auf dem Tisch. Kommt deine Matratze, fallen die alle vom Tisch. Bierpower.